Ja, hallo, mein Name ist Peter Krohn. Ich bin Leiter des Schlosses Ludwigslust und wir sind hier im Goldenen Saal des Schlosses. Mit einer Raumhöhe von 12,37 Meter ist der größte und auch schönste Raum hier im Ludwigsluster Schloss. Fast alle Verzierungen hier in diesem Raum bestehen aus Ludwigsluster Papiermaché, angefangen bei den Girlanden an der Galerie, die Kapitelle auf den Säulen bis hin zum gesamten Zierrat an der Decke, Masken, Vasen, Blumenmotive, Blattwerk. Schloss Ludwigslust wurde 1772 bis 1776 unter dem damaligen regierenden Herzog Friedrich von Mecklenburg-Schwerin erbaut. Baumeister war Johann Joachim Busch, der letztendlich für den gesamten Komplex, für die gesamte Residenz den Plan entwarf. Die Ludwigsluster Residenz ist einmalig in Norddeutschland, hat also keine Kriegsschäden und wir haben nicht nur das Schloss, wir haben die Kirche, wir haben einen Landschaftspark mit über 125 Hektar Größe und seit kurzem hier im Schloss Ludwigslust gibt es 18 Räume, die saniert und restauriert sind, zu sehen. Wir sind jetzt hier in der Gemäldegalerie des Schlosses. Typisch für die barocken Schlösser war es, dass so eine Gemäldegalerie sozusagen mit dazugehörte, sehr opulent. Auch der Sammlungsbestand hier von Künstlern, Hofkünstlern bis hin also zu internationalen Künstlern, Jean-Baptiste Audry beispielsweise, finden wir genauso wie Hofmaler Seehaas oder Findorff. Ja, wir nehmen Sie mit auf eine Zeitreise in das 18. und 19. Jahrhundert. Sie sehen hier bei uns historische Räume, die ausgestattet sind mit Möbeln, mit Gemälden, mit kunsthandwerklichen Dingen aus den Beständen des Staatlichen Museums Schwerin, die hier nach Ludwigslust gehören oder in Bezug zu den mecklenburgischen Herzögen Friedrich oder Friedrich Franz I. stehen.